Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 25. Januar 2022 und live aus Orlando. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren News-Video hier auf meinem New YouTube-Kanal und live aus Orlando. Ja, wir haben 5:15 morgens, eine unchristliche Zeit, aber ich habe meinen Wecker für 5 Uhr gestellt, denn heute war tatsächlich die Pressekonferenz zum 30. Geburtstag vom Disneyland Paris und das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und musste auch direkt dann hier das News-Video für euch abdrehen. Wie gesagt, unchristliche Zeit, alle schlafen hier noch, es ist dunkel, deswegen musste ich die Lampe anstellen, aber um euch mit den neuesten Neuigkeiten zu versorgen, so wäre das Wort, nehme ich jetzt hier das Video auf, aber die Wand hinter mir, muss ich sagen, passt schon ganz gut zum Disneyland Paris Logo oder zum 30. Geburtstag. Und ja, ich möchte euch die neuesten Neuigkeiten vom 30. Geburtstag natürlich nicht vorenthalten. Und ich gebe euch erstmal einen kleinen Rückblick über die letzten 30 Jahre des Disneyland Paris. I felt that there should be something built, some kind of a amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. So that's how Disneyland started. It all started from a daddy with two daughters wondering where he could take them, where he could have a little fun with them too. Thank you.
Ja, fangen wir an mit den Neuigkeiten und ich werde zwischendurch immer Bilder einblenden oder auch Videos, die uns zur Verfügung gestellt wurden von Inside Ears. Vielen Dank dafür. Und wir fangen erstmal an mit einer Neuigkeit, die vor ein paar Tagen tatsächlich angekündigt wurde und das hat mit dem Tower of Terror zu tun gehabt. Es wurde ein Video veröffentlicht vom Tower of Terror und jeder hat gemunkelt, was passiert mit dem Tower of Terror, wird er umdesignt jetzt zu Marvel oder was passiert mit dem Tower of Terror? Gestern wurde es bekannt gegeben, es wird Handyhüllen geben von Rhino Shield. Wow! warum Tower of Terror? Ja, weil die Rhino Shield Handyhüllen wohl so stabil sind, dass sie auch einen Drop vom Tower of Terror überleben würden. Oder das Handy in der Hülle. Ja, finde ich ganz cool, das Design. Ich weiß noch nicht, ob ich mir eine kaufen werde, weil ich benutze immer Popsockets. Und da würde ich das 30er-Jahre-Logo überdecken. Ja, aber das waren die News von vor ein paar Tagen. Aber die wollte ich auch hier auch noch einfügen, denn ja, die hatten auch mit dem 30. Geburtstag zu tun. Jetzt kommen wir aber zu den Neuigkeiten aus der Pressekonferenz. Und zwar wird es eine Daytime-Show vor dem Schloss geben. Das wurde ja schon bekannt gegeben, jetzt wurden aber neue Details preisgegeben und zwar 33 Disney-Charaktere werden die Main Street runterlaufen bis zum Schloss und es wird auch wohl einen Wagen geben und auch Charaktere wie Alice oder Peter Pan werden in dieser Show dabei sein. Und es wird auch neue Kostüme geben, die richtig gut aussehen. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Kostüme jetzt erstmal an. For the 30th anniversary, the new show that we are creating will take place in front of the beautifully renovated, brand new Sleeping Beauty Castle. So this all new celebration will begin as Mickey and his friends make their way down Main Street to the Castle Hub. When they arrive at the Castle Hub, the celebration will really come to life with 33 of your favorite Disney friends and dancers. From some of our most classic friends like Alice in Wonderland and Peter Pan, to our most contemporary friends, there really is something for everybody in this show. So as a part of the celebration, Mickey and all of his friends have all brand new costumes. They're really something special and something you've never seen before. Avec les équipes de l'atelier couture, on est en train de développer et produire les costumes du 30e. Ils sont magnifiques, fun, sur le thème de l'hologramme, de l'iridescent, qui joue énormément avec la lumière. On a fini le prototype de Mickey, on a sa redingote qui est prête. On a créé aussi un joli nœud papillon plein de relief. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est de développer toute la panoplie de bijoux sur le thème du 30e anniversaire pour Mickey et ses amis. Je suis très fière que Mickey ait adoré son costume et j'ai hâte de le découvrir maintenant sur scène. Dann wird es auch für die Show einen neuen Song geben und der klingt so mega cool. Ich freue mich schon, diesen Vibe vom Schloss zu spüren. Und ich versuche ihn euch hier einzublenden. Ich weiß nicht, ob es klappt wegen dem Monetarisierungsproblem. Also wenn es Monetarisierungsprobleme gibt, kann ich euch den leider hier nicht einblenden. Ansonsten packe ich euch unten den Link von der Pressekonferenz rein. Da könnt ihr euch das auch nochmal alles selbst anschauen und auch den Song anhören. We're gonna dream a little bigger, laugh a little harder, sing
Ansonsten wird es ein New Gardens of Wonder geben. Ich muss immer runter gucken, ob meine Notizen auf dem Handy sind. New Gardens of Wonder. Was ist New Gardens of Wonder? Es ist ein Garten, oder es werden Gärten mit Disney-Charakteren sein. Und zwar 10 Gärten insgesamt. Und da in den 10 Gärten werden 30 Disney-Charaktere vertreten sein, als futuristische Figuren, würde ich mal sagen. Also die sahen richtig fancy aus. Ich habe Tigger gesehen, Baymax, die Prinzessinnen. Nicht auf den ersten Blick erkennbar meistens, aber schon richtig cool, muss ich sagen. Und die werden sich auch teilweise bewegen. Also es wird 30 Disney-Charaktere geben in den 10 verschiedenen Gärten, die rund um das Schloss aufgebaut werden. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Alles so aufregend. Aber ja, ich zeige euch jetzt mal ein kurzes Video auch von den Gärten. Dann natürlich muss es auch neue Snacks geben und in den Restaurants, in den Buffet-Restaurants wie Plaza Gardens oder Agrapa Café wird es Dessert-Snacks geben, aber auch in den Bäckereien. Und ich blende euch jetzt hier einfach mal die Bilder ein, die ich habe, damit ihr euch das auch mal ansehen könnt. Auf jeden Fall müssen wir dann mal in ein Buffet-Restaurant essen gehen, damit wir die Snacks auch mal alle durchprobieren können. Dann mein Thema, neues Merchandise. Es wird über 300 neue Produkte zum 30. Geburtstag geben, unter anderem auch ein neuer Spirit Jersey. Also der blaue, den es jetzt gab, ist nicht der zum 30. Geburtstag, das ist der Pre-Jersey und dann gibt es noch einen zum 30. Geburtstag. Ich blende euch jetzt mal das Video ein mit den ganzen Merchandise-Artikeln. Also wow, wow, wow. Also ich weiß nicht, alle 300 Sachen kann ich mir nicht kaufen, aber es sind einige Sachen, die schon auf meiner Wunschliste stehen.
unter anderem, wie gesagt, der Spirit Jersey. Und Stella McCartney wird oder hat ein Kostüm für Minnie Mouse Design. Stella McCartney ist eine Designerin und Minnie wird ihren ersten Hosenanzug in den Walt Disney Studios tragen, in schwarz-blau gepunktet. Das sieht auf den Bildern richtig cool aus. Ich bin sehr gespannt, wie es live aussehen wird. Minnie im Hosenanzug wird bestimmt gewöhnungsbedürftig sein, aber Stella McCartney ist schon eine richtig coole Designerin. Dann, leider gab es kein Datum für den Avengers Campus. Das heißt immer noch nur Sommer 2022. Aber es gibt neues Artwork, wo man auch zum Beispiel den Iron Coaster Wagen sieht. Sieht schon richtig cool aus und ich bin sehr gespannt, wann wir endlich mal ein Datum bekommen werden. Aber das werdet ihr dann in den nächsten News-Videos auch erfahren. Und mein Highlight, also das sah so krass aus und das gibt es tatsächlich noch in keinem anderen Disney-Park weltweit. Es wird eine neue Pre-Show vor Disney Illuminations geben. Disney Illuminations, das Feuerwerk abends, davon wird es eine kleine neue Pre-Show geben. Und zwar werden 200 Drohnen über uns herfliegen, durch den Himmel sozusagen, über unseren Köpfen. Und das sah so spektakulär aus. Und wie sie dieses 30er-Jahre-Logo im Himmel formen, wow. Also das sah mega aus. Und ich bin echt gespannt, das live zu sehen. Und ja, also das ist, wie gesagt, hat noch kein anderer Disney-Park vorher. Das ist neu und Disneyland Paris wird das erste Mal von allen Disney-Parks Drohnen einsetzen. Ja. Wow. Ist schon krass. Pour célébrer le 30e anniversaire à Disneyland Paris, nous sommes en train de préparer une nouvelle séquence de magie à la pointe de la technologie. Ce soir et depuis quelques mois, on travaille sur un pré-show. We are working on something very, very special, something that's never been done before in Disneyland Paris. Ce sera une séquence d'émotions qui sera projetée sous le château avant Disney Illumination. It's lots of lights, lots of colors, very modern. C'est un moment immersif, plein d'émotions, qui est guidé par la musique. Pour créer la musique, on a été à Abbey Road, à Londres. Il y avait 60 musiciens, plein d'émotions. Déjà, rien qu'entendre les premières notes de musique, ça a été fabuleux. We were crying, you know, there was tears coming down our face. And to hear that music and then be able to project in the future and imagine standing in the park with all of our guests, hearing that music, end of day, getting that full 30th anniversary emotion in their ears, amazing. Pour ce pré-show, nous allons avoir un effet assez spectaculaire et qui est inédit dans les parcs Disney. We're going to have 200 drones who are going to do a simulation of light in the sky at the end of our pre-show. It's the first, it has never been done in any Disney park. We've been doing tests in Bordeaux with Dronisus, our drone company, and we're doing images in the sky, in the fields, away from everybody, secretly. If you can imagine yourself in the middle of the hub, standing in front of the castle, and when you have all of these effects, it's like having a roof of light which is above the top of you, and the star flashes in the trees. It gives this weird sensation that you're actually on your own. It's very intimate. Ça sera une séquence d'émotions avec la musique, les images sous le château, les lumières, les fontaines, les lasers. Il y a plein de choses qui font que ça va être un moment magique. On est très content de tous les tests qu'on a réalisés et maintenant on a juste hâte de voir la réaction des visiteurs pour célébrer ce 30e anniversaire. Ja, und jetzt zum Schluss seht ihr nochmal eine Zusammenfassung. Ja, neue Tagesshow vor dem Schloss, neue Gardens of Wonder. Dann neue atemberaubende Special-Effekte, also unter anderem das mit den Drohnen vor Disney Illuminations. Und ja, Show-Ikonen kehren zurück. Disney Stars and Parade, Disney Illuminations und Mickey and the Magician. Das war ja schon klar und ja, ist jetzt nichts Neues. Die Attraktionen bleiben auch, da wird es auch keine neuen geben, außer halt die vom Avengers Campus. Und ja, Avengers Campus öffnet im Sommer 2022. Bin mal gespannt, wann sie uns endlich mal ein Datum nennen. Darauf warten ja auch schon viele. Ja.
Und das war's. Das war mein News-Video hier aus Orlando zu unsittlichen Zeiten. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und kommentiert gerne mal unten in den Kommentaren, worauf ihr euch am meisten freut, was euch überrascht hat. Und ich bin auch sehr gespannt auf diese Drohnenshow abends vor dem Schloss. Ich bin auf jeden Fall am 6. März vor Ort, also an dem Wochenende vom 6. März bin ich da, Samstag, Sonntag. Und auch im April zum richtigen Geburtstag von Disneyland Paris bin ich auch vor Ort, aber nochmal im Februar vorher. Und vielleicht ist ja noch das ein oder andere Event von Inside Ears, das wissen wir noch nicht. Mal sehen. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich muss jetzt heute noch weiter in die Hollywood Studios. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!